Oh, es geht los, es geht los. Herzlich willkommen, einem wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show an diesem schönen Samstagabend, 20 Uhr. Ja, Alien Isolation. Wie ich es vorausgesagt habe. Einen wunderschönen guten Abend, Klangkasper. Hallo, Nice King. Hallo auch an alle anderen, die da sind. Ich hoffe, man hört mich, weil ich habe auch noch gar keine Einstellung gemacht. Das ist das Erste, was ich selber sehe, auch dieses Vorschau-Intro. Und. Was ist denn jetzt? Warum ist denn die Kamera so dunkel? Hallo? Achso, man kann ja mit Kamera irgendwie interagieren. Vielleicht ist sie deswegen jetzt so komisch rot. Ja, ihr müsst mir jetzt mal ein wenig helfen, was die Audio, Aktion... Was? Empfindlichkeit. Stellen wir mal ein wenig höher. Zielunterstützung lassen wir einfach mal ein. Hallo Anakin, ein wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, kameramäßig, man soll angeblich auch mit der Kamera irgendwas machen können. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ihr müsst mir jetzt sagen, wie das Ganze sich anhört. Ob Lautstärke okay ist, ob Ton okay ist. Jetzt natürlich Totenstille. Ja, super, ganz toll. Hi Fipsi, ich grüße dich. Wie gesagt, kann man mich gut hören? Ist es zu laut? Ansonsten stellen wir das Ganze im Spiel dann gleich um. Untertitel machen wir natürlich ein. Dynamikumfang, Surround, ja, Lautsprecher ein, so, Lautsprecher ein, so. Ja, dann würde ich sagen, geht's los mit Alien Isolation. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Alien Isolation oder Überlebensmodus? Den Überlebensmodus zeige ich dann später mal irgendwann. Ich hoffe, wir kommen vielleicht heute noch dazu, aber erstmal spielen wir natürlich, Alien Isolation, Überlebensmodus, wisst ihr alle, seit Outlast, ja, okay, ist gut so, finde ich auch, supi, danke für die Infos, so, dann spielen wir jetzt Alien Isolation, wir starten ein Spiel, so, beim Spiel mit aktivierter Head-Tracking verfolgt die mit dem System verbundene PlayStation 4 Kamera ihren Kopfbewegung und überträgt diese auf den Spielcharakter. Wenn er sich im Spielmodus befindet, werfen sie so Blicke über Hindernisse und um Ecken. Hallo Gotox, ich grüße dich. Ich bin auch mal gespannt, wie ich mich schlage. Schön, dass du da bist bei Let's Play Live Show. Ich glaube, dieses Head-Tracking, dass ich mich so über die Dings linsen, das ist, glaube ich, nicht so interessant. Und außerdem werde ich jetzt natürlich gleich die Kommentare ausschalten, sodass ihr einen vollen Bildschirm habt. Ja, also Vollbildschirm. Und, die Kommentare aus sind, dass ich mich ein bisschen mehr mit dem... Dass ich mich ein bisschen mehr mit dem Spiel befassen kann und ihr natürlich auch, ihr natürlich auch die volle Pracht seht. Und natürlich kann sich Alien Isolation jetzt heute endlich beweisen. Denn das, was wir in den Trailern gesehen haben, sieht es wirklich so aus. So geil, die Grafik und alles das werden wir natürlich heute sehen. Und ich werde jetzt natürlich die Kommentare ausmachen. Hi Seppel, ich grüße alle, die jetzt auch gleich dazu joinen werden. Und ich würde sagen, ich sehe euch später. Ja, bis gleich. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wo war denn nochmal die Kommentareinstellung? Ach, da. So, jetzt seht ihr mich nur noch. Hallo. So, dann geht's jetzt auch los. Geräuscherfassung. Beim Spiel mit aktivierter Geräuscherfassung, regisiert die mit der verbundenen Kamera die Geräusche in der Umgebung. Laute Geräusche können dazu führen, dass ihre Feinde sie hören. Gizmo, halt die Klappe. Ich glaube, das werden wir, ich glaube, mal anlassen. Ja, ich glaube, das werden wir... Das ist ganz cool, obwohl es könnte eigentlich auch stören. Ich lasse es mal an. Weil das macht es ein bisschen... Wir spielen natürlich auf Mittel, ja. So, bewegen Sie den Schieber, bis das Seagons-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar... Ah, okay. Also gerade eben, also jetzt kann man es so gerade eben erkennen. Dann lassen wir das mal so. Und jetzt geht's los. Vermeiden Sie Konflikte oder stellen Sie zumindest sicher, dass Sie genügend Munition für den Kampf haben. Suchen Sie nach Terminals, an deren Sie Schaubilder der Station freischalten können. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. Ich bin ein wenig nervös, muss ich dazu sagen. Ich muss gleich pipi. Hm.
Gizmo? So, und du, sei ruhig, sonst hören die uns. Dann, das heißt ja, ich darf ja auch nicht viel erzählen, oder? Sega Presents 21st Century Fox. Oh mein Gott. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende Alien der Sage. Isolation. Ich komme doch jetzt nicht in eine Party, Nice King. Wieso lädst du mich in der Party ein? Natürlich nicht. So, und herzlich willkommen nochmal zur Let's Play Live Show. Warum die Kamera so umgesprungen ist auf Rot, weiß ich nicht. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut sehen. Und natürlich, was fehlt. Prost zusammen. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Meine ich das nur oder ruckelt das? Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Warum ruckelt das denn so? Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie. Falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Psst, sei ruhig. Vielleicht sei ruhig. Finden Sie dann endlich Frieden. Boah, sieht das toll aus. Aber warum ruckelt das denn so? Hat es bei euch auch geruckelt? Und du sei jetzt ruhig. Mann. Ja. Mann, sei jetzt ruhig. Wir müssen still sein. Die Kamera hört alles. Was? Ich bin nackt. Oh, please sing in. Okay, mein Name ist Reflex. Zum Gehen links benutzen. Ah, cool. Yeah. Boah, sieht das geil aus. Alter Falter, alter Finne. Oh, wir sind nackt. Wir spielen eine Frau. Und da ist ein Schlappen. Hui. Hui. Jetzt habe ich noch gute Laune. Ich weiß nicht, wie lange noch. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch gute... Wer raucht denn hier Gold? User sing in. Aber es... Okay, es ist sehr, sehr empfindlich eingestellt. Ich werde mal eben noch mal die Empfindlichkeit doch mal runterstellen. So auf Hälfte mal schauen. Ja, das ist, glaube ich, besser. Aber es sieht doch fantastisch aus. Also, es gefällt mir richtig gut. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel, was man hier animieren müsste, aber...
Die Atmosphäre ist schon geil, dieses Brummeln in den Ohren. So, dann wollen wir uns mal anmelden. Alan Ripley. Erkunden Sie die Torrents. So, ich würde mal sagen, wir müssen erstmal was zu finden zum Anziehen. Das wäre, glaube ich, erstmal das Erste. Oh, ein Update von Alien Isolation. Zum Installieren bereit. Ja, super, das brauche ich jetzt nicht. Wir haben unten links eine Lebensanzeige, sehe ich gerade. Boah, Mann. Da ist irgendwie so ein Krisselfilter auch auf dem Spiel. Gefällt mir sehr gut. Okay, ich denke mir mal, hier ist ja wahrscheinlich noch nicht so großartig. Können wir irgendwas aufmachen? Nee. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich hoffe, das ist alles... Alles supi, alles... Oh, hier ist ein Computer. Was können wir denn hier? Auf Terminal zugreifen. Ich werde mich aber erstmal ein wenig umsehen. Können wir uns ducken? Nee, können wir nicht. Wir können sonst irgendwas machen? Nein. Touchpad? Ah, Touchpad. Okay. Oh, wir haben sogar eine Karte. Das ist ja mal geil. Okay. Sprechen Sie mit Samuels. Krankenstation. Sprechen Sie mit... Wir rufen jetzt an. Jetzt mitten im Let's Play. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja, ich habe gerade keine Zeit. So, mitten im Let's Play. Immer rufen Sie mich an mitten im Let's Play. Ich weiß gar nicht warum. So, ziehen Sie sich an. Ja, natürlich. War ja klar. Ach, wie süß ein Roboter. An Registrierungspunkten können Sie manuell speichern. Sie werden... So schnell kann ich jetzt gar nicht lesen. Registrierungspunkte, wo sind die denn? Sind das die hier? Ah, benutzen. Crew Rooster. Wolverine, Connor, Samuels, Trailer, Ripley. Okay. Was? Wie an aus? Och, der Sessel sieht aber gemütlich aus. Was mache ich denn? Achso. Anziehen. Sind wir jetzt... Oh, wir sind... Oh. Ziehen Sie sich an. Ja, haben wir gemacht. So. Sehr schön. Oh, eine blonde Frau. Wie können wir denn rennen? Okay, wir... Ah, okay, mit L1 können wir so ein bisschen so linsen. Ein wenig, ja. Aber die Renntaste... Was haben wir hier? Ach, hier kann man Spiel speichern. Das machen wir doch direkt einmal. Dann haben wir das doch schon... Oh. Spiel, wollen Sie wirklich speichern, überschreiben? Ja, möchte ich. So. Das Speichern dauert auch ein wenig. Das heißt also, wenn wir hier irgendwie verfolgt werden sollten... ja. Was haben wir hier? Ist das ein Fahrstuhl? Benutzen? Ja, So, hätten wir das mal vorher gemacht, wie wir in so unsere Klamotten noch nicht anhatten. Jetzt sind sie natürlich klitschnass. Am Klo gehen dürfen wir auch... Huch. Alter, was für eine geile Physik ist das denn? Dürfen wir es auch benutzen? Nein. Schade. Ja, wir sind geduscht mit den Klamotten und gehen mal hier zum Terminal. Schauen wir mal, was wir hier haben. LM-Link. Valaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege, selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade ausgeflogen. Zu Sevastopol? So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland... Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Okay, also hier haben wir Blaine. Hier haben wir auf jeden Fall dann unsere
kleinen Nebengeschichten, die wir dann lesen können, wahrscheinlich an so Terminals, die wir. Oh Mann, ist das eine geile Atmosphäre! Okay. Kein Geräusch der Tür. Wahnsinn, sieht so toll aus. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Was haben wir hier? Steht da irgendwas? Community. Open. In allen Sprachen steht es da, glaube ich, drauf. Was? Wo kommen wir denn hier hin? Was ist das denn für ein Symbol? Bett oder was? Oder? Kortschen. Also nicht betreten. Gehen wir trotzdem mal rein. Okay, können wir nichts tun. Das ist gut. Das ist gut. Da, wo wir nicht hingehen, ist immer gut. Okay, da ist irgendwie eine Leiter als Symbol. Und da ist so ein Männchen mit Sitz. Ich